Grüßt euch, meine Lieben, und herzlich willkommen wieder mal auf Mittmann Live, eurem Diagnosegeräte-Spezialisten. Was haben wir heute im Haus? Was haben wir da? Wir haben den neuen Launch Pro 5 und seid mal gespannt, wie der hübsche ausschaut. Und meine Meinung natürlich zu dem Gerät. Ich habe ja immer die ehrliche Meinung und ich erkläre euch ja und zeige euch alles. Schaut mal, ihr bekommt hier so eine große Verpackung. Das sind die ganzen Adapter für OBD1-Fahrzeuge. Das ist schon mal ein Pluspunkt, dass wir das haben. Und hier haben wir einmal die Verpackung von dem Gerät selber. Da wo hier die Verpackung drin war, X431 Pro 5. Und für unsere Launch-Fetischisten könnt ihr ja auch erkennen, dass jedes Gerät, was wir auch verkaufen, einmal lizenziert von der Launch Europe GmbH ist. Das macht Launch unter sich selber aus, auch wenn Launch manchmal nicht dazu stehen möchte. Ist auch ganz lustig. Beim Launch ist ja auch so, ich kann euch gerne auch mal die Preisliste zeigen oder allgemein auch erläutern. Wenn ihr einen Support haben wollt, wie zum Beispiel wie bei uns, dass wir uns anschließen an das Fahrzeug mit euch unterstützen bei jeglichen Fragen. Wenn man mal eine Anhängerkupplung kodiert oder sonstiges, wisst ihr ja selber, unser Support, wie der ist. Und da verlangen wir keinen extra Kosten dafür, aktuell noch nicht. Mal sehen, vielleicht machen wir das Ganze auch wie Launch Europe GmbH, weil da müsst ihr monatlich bezahlen oder halt auch jährlich. Die Preise könnt ihr euch raussuchen, am besten bei denen auch nochmal anrufen oder ich kann euch auch die Preise mal zeigen. Aber zu erzählen und zu denken, dass Launch Europe GmbH euch einfach so freiwillig kostenlos betreut, das gibt's nicht, auch wenn ihr ein Diagnosegerät bei denen kauft. Natürlich, wenn es um Garantie geht, jetzt nicht um so ein Gerät, sondern zum Beispiel um das europäische Gerät, welches nur für die konzipiert worden ist, da ja, Garantiesachen und die anderen, deswegen müsst ihr ja schauen, je nachdem, wo ihr es kauft, weil einer geschrieben hat, ah, verkaufst du zu wenig Geräte, deswegen musst du sagen, ich soll aufpassen, wo ich es kaufe. Aber meistens bekommen wir dann von Kunden Anrufe, ich erzähle jetzt aus Erfahrung, und die sagen, hier, ich habe einen Launchpad 7, leider nicht bei euch gekauft, bei eBay, jetzt habe ich das Problem, dass ich in die Fahrzeuge gar nicht mehr reinkomme und. Dann haben wir gesagt, versucht mal den Händler anzuschreiben, aber das war halt so ein Schnickschnack-Schnuckhändler. Ihr wisst ja selber, die Geräte, die kommen ja natürlich aus China, aber ihr müsst auch darauf achten, wer euch dann hier betreut. Auch wenn ihr mit denen irgendwie per WhatsApp kommuniziert oder per E-Mail versucht zu kommunizieren, meistens sind es dann irgendwelche Wiederverkäufer, die nach einem halben Jahr oder ein Jahr die Lizenz von Launch entzogen bekommen und dann müsst ihr schauen, wo ihr bleibt. Deswegen, Leute, tut's für euch, tut's nicht für mich. Ihr könnt's von mir aus bei der Launch Europe GmbH kaufen oder bei deren Vertrieblern, aber wenn wirklich mal solche Problemfälle auftauchen, seid ihr auf euch allein gestellt und da verlangen wir auch nicht irgendwie extra Geld, damit wir euch helfen mit den Fremdgeräten, sondern wir machen das einfach gar nicht, weil wir dafür gar nicht berechtigt sind. All die Geräte, die bei uns hier rausgehen, die Seriennummer ist ja auch zusätzlich hinterlegt und da sieht man ja auch, bei welchem Händler man das Gerät gekauft hat. Aber kommen wir jetzt mal zum Gerät. Hör auf, so zu waffeln, flaffeln. Da hat man die Verpackung, ne? Da ist einmal USB. OBD1 Adapter sind ja hier drin. Hier habt ihr einmal LAN-Kabel, LAN-Anschluss und hier auch nochmal so ein USB-Anschluss und so wie ein Druckeranschluss, damit ihr zwischen dem VCI und dem Gerät das Ganze reinstecken könnt. Ne? Und hier liegt normalerweise das Gerät drin, hier das VCI. Und wie das ausschaut, ich habe es ja direkt ans Fahrzeug angeschlossen, weil für mich ist es immer interessant, kann das auch das, was es verspricht, auch wenn es ein DYP-Protokoll vielleicht hat, aber es zum Beispiel keine SCN-Kodierung durchführen kann, dann fällt das Gerät bei uns unten durch. Also persönliche Meinung. Natürlich verkaufen wir das auch gerne, weil es gibt viele Leute, die sagen, Launch, es gibt nichts Besseres, die wollen unbedingt Launch haben. Bekommt ihr auch von uns. Ich sage ja nicht, dass die schlecht sind. Nur manche Dinge, preis-leistungsmäßig, jetzt zum Beispiel beim Launch Pro 5, wisst ihr ja selber, was es kostet, könnt ihr auf ml24.shop schauen. Und da habt ihr, seht ihr, auch das große MDCI, also große VCI, da, sowie auch der Launchpad 7 hat. Das ist ja klasse, wie Launchpad 7. Aber was haben wir hier nicht? Was haben wir leider nicht? Seht ihr, ich bin jetzt zum Beispiel in der Motorelektronik drin. Jetzt könnt ihr das Ganze auch sehen. Das kann genau die gleichen Funktionen durchführen wie unser Light 3, wie unser ATDIAC 900 BT. Variantenkodierung, Backup-Service, klasse, einwandfrei. Was fehlt hier? Leider die SCN-Kodierung.
was die schön gemacht haben. Auf jeden Fall auch angepasst, dass ihr auch so eine wunderschöne Topologie habt. Und dann habt ihr die Zeile nicht so wie bei Topton oder Thinker hier oben drinne, sondern seitlich aufgebaut. Und ihr habt hier genauso einen High Scan. Das bedeutet, wir gehen hier kurz auf zurück. Wir können entweder die intelligente Erfassung machen oder High-Speed-Scan. Dann werden die Steuergeräte ruckzuck ausgelesen. Ist traumhaft, ist wunderschön. Aber für das Geld, meine Lieben, aktuell so bar, solange wir es noch vorrätig haben, für diejenigen, ich leg's euch an Herzen, wollt ihr SCN-Kodierung auch durchführen können, wollt ihr am besten abgedeckt sein, hier, da, dieses Gerät, das ist jetzt mein Alltagsgerät aktuell, weil das ist klein, das ist handlich, hat hier einen KenFD-Adapter schon integriert und natürlich auch DOIP mit Adaptern. Einfach ein Traum, weil danach, sobald es ausverkauft ist und ihr wollt ein High-End-Gerät haben, ein High-End-Gerät, ist sowas hier, schaut mal. Das ist ein High-End-Gerät. Hat auch schon die OIP-Protokolle und kann auch SCN-Kodierung durchführen. Das ist auch schon ein High-End-Gerät. Topton Phoenix Smart. Auch mit den Funktionen. Topton Phoenix Max. Und wie ich euch auch erzählt hatte, meine Lieben, SCN-Kodierung ist ja ganz wichtig, aber das Gerät mit SCN-Kodierung, mit allem, kostet aktuell 1200 Euro. Danach, wenn die Stückzahl richtig knapp wird, weil das eine Sonder... es wird danach das Gerät gar nicht mehr geben, weil das nicht mehr hergestellt wird. Deswegen haben die auch die Mega-Freischaltung gemacht. Für danach auch 1600 Euro ist das Gerät immer noch zu günstig. Und aktuell könnt ihr zu diesem Preis auch ein Heines Pro Freischaltung kaufen. Eine Heines Pro mit der Vollversion, das heißt Smart, Elektrik und... Technik, dann seid ihr bei 2.1. Das bedeutet, ihr habt ein Gerät mit den glitzegleichen Funktionen, aber habt Heines Pro noch kostenlos für ein Jahr dazu für 2.1. Das ist einfach unglaublich, wenn man so rechnet, ne? Was so ein Gerät normalerweise an Wert hat. Aber ja, und was soll man sagen? Hier vorne haben wir ja auch noch eine Neuerung bekommen. Wenn wir hier auf zurückgehen, ja, sieht ja alles schön bunt aus. Launch Europe GmbH hat ja eher so grau hinterlegte, weil man kann sich ja entscheiden, so was will man haben, was will man machen. Das ist ja nur Programmiersache. Und wenn ihr sagt, hier Ferndiagnose, ne? Bei der Ferndiagnose könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr einmal Launch Europe GmbH haben, also ist es hier genauso möglich, oder ihr wollt ein anderes Remote-Techniker-Team haben aus der ganzen Welt, was ihr nehmen wollt. Da ist halt auch der zusätzliche Vorteil. Und was soll man euch noch zeigen? Servicefunktionen sind an sich ja hier. Schnelle Servicefunktionen sind aktuell noch die gleichen drin. Könnt ihr auch sehen. Und ansonsten andere Module anschließen. Was ihr auch machen könnt, ist halt Motorradfreischaltung euch dazu kaufen, entweder über uns oder halt direkt über das Gerät. Das wäre dann hier im Online-Shop. Das ist natürlich bei Thinker und bei Topton nicht möglich, aber bei Topton haben wir ja ein Topscan Pro, ein Topscan Motor heißt es jetzt für Motorräder, und da seid ihr preislich wesentlich günstiger, als wenn ihr hier euch alle Motorräder mal dazu kaufen würdet. Seht ihr, und es ist ja Jahrespreis. Ah, da steht sogar 6 Monate. Seht ihr, zack. Auf 36 Monate würde dann eine Marke 142 Euro kosten. Also unglaublich, aber wahr. Das wollte ich euch noch schnell zeigen. Ihr seht, auch das Modell hat sich geändert. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das heißt, schön in Rot. Davor waren wir ja in Schwarz. Aber langsam passen die alle Geräte an, dass die einheitlich aussehen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere damit dann zufrieden sein wird. Aber so entscheidet es auch der Hersteller. Am 23. geht es bei mir nach China. Da werdet ihr auch noch mitgenommen. Das wird sehr interessant sein. Da werden die ganzen Neuerungen gezeigt, was da so Neues rauskommt. So viele Dinge,
Daher lohnt es sich für euch, einmal den Kanal zu abonnieren. Weil wenn ihr es nicht macht, seid ihr selber schuld. Dann seid ihr nicht auf dem laufenden Stand. Und die Leute, die da nicht so viel Ahnung von Diagnosegeräte haben, können ja mal zuschauen. Ich zeige immer wieder in den Videos, wie man etwas kodiert, wie man etwas durchführt, was die so Schönes durchführen können, was hier Geräte für euch aktuell die besten wären. Uns ist ja egal, verkaufen wir jetzt das Gerät oder ein anderes Gerät. Für uns ist eins wichtig, dass die Geräte bei euch einwandfrei funktionieren, dass ihr auch Nutzen von den Geräten habt und nicht einfach zu sagen, ah, ja, mir gefällt die Farbe rot. Es gibt auch solche Kunden, die kaufen einfach ein Gerät, weil es für die schön aussieht, obwohl manche andere Geräte viel mehr Sonderfunktion haben oder viel mehr Codier- und Programmierfunktion. Also, meine Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Man sieht sich, bis zum nächsten Video. Euer Micha von der Firma Mittmann Live GmbH. Ciao.